Guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer du dieses Video schaust. Ja, wir hatten erst vor ganz kurzem News zu Rette die Welt, aber es gibt wieder Neuigkeiten und diesmal betrifft es direkt das Event und wir dürfen uns das auch angucken. Ich habe live im Stream darauf reagiert. Ganz spontaner Stream, mega nicer Stream, hat mir sehr gefallen. Deshalb spiele ich euch einmal meine Analyse und gleichzeitig erste Reaktion auf das Rette die Welt Entwickler-Update vom Entwicklerteam selbst. Spiele ich euch einfach mal rein, die Reaktion. Und danach quatschen wir weiter. Oh, we'll be shipping Canny Valley Act 3. This will wrap up what we're calling the Stand and Fight campaign. This campaign takes us from the moment you activate home base up until the first truly decisive battle against the storm. While Canny Valley Act 3 will wrap up the Stand and Fight campaign, this is not the end of story in Fortnite. We still have mysteries to solve, heroes to meet, and battles to fight. Fortnite isn't a story about survival, it's a story about building a better world. And if the husks on the map are any indication, we've got a long way to go. We believe the home base you've built will be a hub for storytelling for years to come, and our narrative team is hard at work creating event and story content for new players and elder players who've been with us since day one. We will dig deeper into this in the near future with the blog, so keep an eye out. Okay, also, Canny Valley Act 3, also Brutal Act 3 Mission, ist damit quasi direkt angekündigt, dass sie fleißig dran arbeiten und nicht so wie der Zeitintervall zwischen Akt 1 und 2, da war ja Ewigkeit zwischen. Und ja, er sagt halt, dass Akt 3 auf keinen Fall das Ende sein wird. Die konzentrieren sich weiterhin auf den Story-Modus, was auch Sinn ergibt, weil uns fehlt ja auch noch die komplette Twin Peaks-Story. Bin ich mal gespannt. Er hat jetzt gesagt, also es gibt kein Datum, wann es rauskommt, das wissen wir noch nicht. Er hat gesagt, wenn die mehr Informationen rausgeben, dann würde es über einen Blogpost sein, also wieder so ein Textpost. You asked for the ability to craft schematics at lower tiers, and we're happy to say that it's coming in 7.10. Ja. As an example, if okay, also Patch 7.1 kann man seine hohen Skizzen als niedrigere Skizze craften. Und das macht mich vor allem jetzt mit dem neuen System, was jetzt vor kurzem erst reingekommen ist, sehr, 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 sehr happy. If you evolve the schematic to 3 stars, you'll soon be able to craft the 1 or 2 star versions of that trap or weapon using the same schematic. If you're playing at a lower level or just want to save those precious higher level materials for future use, down tier crafting's got your back. We're super excited about this feature and looking forward to your feedback. Ja, das ist geil. Also wirklich exakt so, wie ich es mal mir gewünscht hatte in einem Stream, als ihr mich das gefragt habt. Was wünschst du dir unbedingt? Habe ich gesagt, ich will meine blöde 5-Sterne-Deckengasfalle unbedingt als 4-Sterne wieder craften, weil die nur auf 5 Sterne ist für Twin Peaks Sturmschildverteidigung 10 solo. Und jetzt, vielen Dank. Da war wieder eine, haben sie wieder der Community zugehört. Ich komme gleich dazu. Auf jeden Fall schon mal danke, Steve. Kommt noch eine Minute anscheinend. The holidays are almost here and that means Fortnite is getting in on the holiday spirit. In 7.10 we're introducing a new mode called... Schneemaps! Und ganz oben rechts, wir machen eine Quick-Analyse. Also oben rechts steht, wie viel Zeit schon vergangen ist. Und hier steht, nächste Welle startet in. Das sieht mir nach einer Mission aus, die nicht auf den Timer läuft, sondern anscheinend nach Sachen, die man ja, schaffen muss. Also hier steht Burner Fuel Health, also es ist eine Verteidigungsmission, weil man muss eine Verbrennungsanlage am Leben erhalten. Nächste Welle startet in 37 Sekunden. Hier steht endlos, ja. Frostnight endlos, Welle 3. Also endlos 1, Welle 3. Hä? Ist das so? Ist das gerade mein absoluter Dream? Du kannst Verteidigung bauen und gegen endlose Wellen von Horden kämpfen. Teams Blueglow Count 7, also man sammelt wohl Blueglow. Und nebenbei kann man Relais von Überlebenden neu aufbauen. Frost Knight. You and three friends will battle the storm and the elements. Hier ist Welle 1. Man sieht, hier ist wieder die Sturmzone. Also hier diese Sturmwand. Denke, dass man auch wieder außerhalb Schaden kriegt. Oder es ist so wie bei beim Horde-Modus, dass man hier jetzt die Schwierigkeit auswählt. Wobei, die Schwierigkeit scheint mir schon ausgewählt zu sein. Denn hier steht schon, die nächste Welle startet in 3 Minuten. Okay. Es gibt Pakete, anscheinend. Kann sein, dass es eine Nebenmission ist. Kann auch sein, dass es einfach nur irgendwelche Items sind. Sie ist auf jeden Fall auf der Karte markiert mit dem Item, mit dem Symbol von der Versorgungskiste, was wir auch aus den Fähigkeiten kennen. Und wir haben hier rechts jetzt stehen Kill the Lone Krampus und mit so einem Totenkopfzeichen. Also ich denke mal, dass hier was Bossartiges auch noch rumläuft und hier hinten ist auch noch ein Geschenk. Also diese Geschenkeballons, die scheinen dann häufiger verteilt rumzustehen. Versuche gerade noch mehr analysemäßig drüber zu gucken, aber sonst fällt mir jetzt nichts Neues auf.
Doch, der Boss, der ist markiert auf der Karte. Der ist quasi in diese Richtung hier oben rechts weg. Build defenses, keep your blue glow furnace burning hot, and you just might survive the long frosty night. We're having a blast playing this already and can't wait for you to join in on the fun. Schön, dass ihr schon Spaß habt. And now we wanted to give you a little behind-the-scenes peek at something we've been working on for Canny Valley Act 3. Check it out. Das klingt am Bosskampf. Sounds chilling. I wonder why we recorded that. Ich wundere mich nicht. Ich würde sagen, da kommt ein Bosskampf. Und zwar ein brutal Endboss. And as always, we're building this world together and we want to know what you think. Thank you for joining the fight and we'll see you next time. Okay. Also ich glaube, ich habe alles dazu gesagt, oder? Ich freue mich tierisch. Also Patch 7.1 wird dieses Frostnight-Event kommen. Patch 7.1 wird in circa 2 Wochen droppen. Das heißt, wenn ich mal aufs Datum gucke, diesen Donnerstag kriegen wir Season 7. Das heißt, zwischen dem 18. und dem 20. Dezember bekommen wir das Frostnight-Event. Und damit habe ich wirklich alles dazu gesagt, was ich dazu sagen kann, was wir sehen. Ihr wisst, ich freue mich sehr. Ich hoffe, ihr freut euch sehr, dass da wieder ein bisschen Leben in Rettet die Welt reinkommt. Und zusätzlich habe ich hier noch das geöffnet, das Trello-Board von Rettet die Welt. Und beziehungsweise von Fortnite. Hier habt ihr halt Battle Royale-Fehler und Rettet die Welt-Fehler. Das Trello-Board wird von Entwicklern selbst geschrieben. Jetzt sehe ich gerade hier meine Musikleiste vom Stream ist noch an, so jetzt ist hier aus. Tut mir leid für den schwarzen Balken. Und hier steht zum Beispiel drin, dass beim nächsten Patch folgende Sachen gefixt sind. Und zwar, wenn man dieses kleinere Power-Level sieht, das heißt, Missionen sind gesperrt, wenn man aus der Mission rausgeht, wird endlich behoben sein. Das heißt, nachdem man ins Menü geht, aus einer Mission raus, sind die Missionen nicht mehr gesperrt. Gefällt mir sehr gut. Außerdem, liefere die Bombe ab, Missionen. Da gab es natürlich einige doofe Fehler, auch welche, die ich gesehen habe und erlebt habe. Da wird in Rettet die Welt zum Glück direkt was gefixt, und zwar die Geisterstadt-Mission mit Liefere die Bombe ab. Zusätzlich, was aktuell auch noch auf dem Plan steht, was nicht im nächsten Patch drin ist, aber in zukünftigen Patches, einmal das Chat-System soll komplett verbessert werden, was sau nice ist. Dann gibt es noch eine, für alle PC-Spieler, die halt das Video nicht gesehen hatten mit der Rosie, gibt es demnächst eine Benachrichtigung, wenn man keinen Knopf festgelegt hat, um das Geschütz Rosie zu verlassen. Außerdem gibt es momentan in Brutal bei Sturmschildverteidigung 5 einen Fehler, der nur noch 20 EP gibt bei Abschluss der Mission, wenn ein Verstärker 20% Schaden kriegt. Also das ist ein Riesenfehler. Ich hoffe, der wird auch gefixt, weil das ist echt eine Menge EP, die da flöten geht. Außerdem ist noch ein Fehler gefixt, bei dem, wenn man am Ende im Geschütz sitzt, dass man am Ende am Bildschirm festhängt und diese Mission nicht verlassen kann. Und als wäre es mit diesen Neuigkeiten noch nicht alles gewesen, gibt es noch Neuigkeiten zum Unterstütze einen Creator-Event. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal ein fettes Danke sagen an alle, die mich als Creator mit dem Tag Evonix unterstützen. Und zwar haben wir diesen Beitrag hier, die Zukunft von Unterstütze einen Creator. Nochmal ganz kurz, man kann natürlich den Tag eines Creators, bei mir wäre es Evonix, bei anderen YouTubern oder Streamern ist es meistens auch der Streamname. Wenn ihr andere unterstützen möchtet, dann könnt ihr die gerne nach dem Namen fragen. Es hieß eigentlich, dass dieses Event vom 5. Oktober bis zum 31. Dezember gehen sollte, also eigentlich Ende des Monats soll es vorbei sein. Mir wurde on stream gesagt, dass das Event nicht am 31.12. vorbei ist, weil es so gut funktioniert, und dafür hat Epic Games selbst nochmal einen Post gemacht, und zwar lese ich einfach mal ganz kurz vor. Die Zukunft von Unterstützer einen Creator von das Fortnite-Team, von dem Fortnite-Team. Hey Fortnite-Community, ab heute gehört Unterstützer einen Creator zu den festen Funktionen in Fortnite. Das heißt, mega nice, weil einfach, es ist einfach super, wie das funktioniert. Im Oktober hatten wir das Unterstützer einen Creator-Event gestartet und euer Feedback war unglaublich. Mehrere Millionen Spieler haben 10.000 Creators unterstützt und wir sind wahnsinnig gespannt, wie sich dieses Feature in der nahen und fernen Zukunft entwickelt. Erkläre eure Unterstützung für euren Lieblings-Creator. Das war nur nochmal so obendrauf, die Kirsche auf dem Eis. Finde ich sau nice, dass es so gut ankommt bei Epic Games und bei der Community, dieses Creator-Event. Das wirklich, also einfach sau nice, was Epic Games den Creatoren und auch der Community damit zurückgibt. Wirklich, das freut mich sehr. Also wir haben jetzt Frostnight ein Update bekommen, wir haben Support a Creator ein Update. Wir wissen, welche Bugs demnächst behoben sein werden.
Und ihr könnt auch, also ich verlinke euch auch mal das Trello-Board, das habe ich schon seit Ewigkeiten als Favorit markiert. Es lohnt sich immer mal wieder hier reinzugucken, weil sie hier halt reinschreiben, welche Fehler momentan auf jeden Fall gefixt werden und welche Fehler momentan in Entwicklung sind, beziehungsweise in Fehlersuche. In diesem Sinne habe ich schon wieder Neuigkeiten zu Rettet die Welt rausgehauen. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht morgen wieder ein neues Update. Also, hiermit ist das Outro da und have fun.